when the night is closing in and your mind is racing. I remember everything you said to me. Herzlich willkommen zu GT Talk, dem Podcast der Game Tester Community. Wir sind der Red. Servus. Der Gamestron. Moin. Die Denestra. Hi. The Raging Viking. Servus. Und ich bin der Sparkstar. Unsere Themen diesmal die Top 5 Spiele mit dem größten Freiheitsgefühl. Wir feiern 20 Jahre Game Tester. Und Spiele, die auf Serien, Anime oder Cartoons basieren. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, es ist euch allen gut gegangen. Ja, soweit. Corona-Standard. Maske sitzt. Zocken, bis zum Arzt kommt. Auch über der Nase. Ist halt ruhig. Okay. Wollen wir denn zu unserem ersten Thema kommen, den Top 5? Tron? Jo. Ich würde mal sagen, in dem Thema geht es halt darum, was die Top 3 für jeden ist. Für mich immer eine persönliche Entscheidung, was das größte Freiheitsgefühl ist. Wir werden es jetzt so machen. Ich werde erstmal meine 3, oder für, je nachdem, wie viel man hat. Ich glaube, wir haben 3 bis 5 gesagt. Sagen und dann würde ich reihum fragen. So. Also Platz 3 ist tatsächlich bei mir Witcher 3, weil das große Open-World-Feeling im RPG begeistert habe ich da woanders noch nicht gesehen. Bis auf... Dann habe ich noch Platz 2 ist bei mir Ghost Recon Breakpoint. Ich habe Schrägstrich Wildlands, weil die beide bei mir sehr angesiedelt sind, obwohl Breakpoint noch mal eine viel größere Möglichkeit hat. Platz ja, aber ich meine, die sind ja auch relativ ähnlich, ja. Was das angeht. Genau, und Platz 1, ich habe ein paar Stunden in diesem Spiel und da brauchen wir nicht drauf groß rumreden, ist Skyrim, also da kann ich nichts groß sagen, das ist einfach das, für mich das, was Freiheitsgefühl ausmacht. Ich würde tatsächlich mit der Nestra weitermachen. Erzähl mal deine 3, beziehungsweise deine 5. Okay, ja gut, ich habe tatsächlich jetzt, ist mir gerade noch ein Spiel eingefallen, das bringe ich auch noch mit ein, und zwar auf meinem allerersten Platz, und ich glaube, das liegt doch mitunter daran, weil ich immer so ein Fangirl bin, Final Fantasy 14, so viele unendliche Sachen, die du machen kannst, ob du jetzt Dungeons rennst oder dich einfach nur in irgendeiner dieser riesengroßen Städte mit irgendwelchen fremden Leuten unterhältst. Du kannst eigentlich fast alles machen, du kannst angeln, du kannst kochen, du kannst Dungeons laufen, Begleiter sammeln, Reittiere sammeln. Es gibt eigentlich immer irgendwas zu tun, vor allem auch mit den regelmäßigen Updates. Platz 2 wäre bei mir Black Desert. Black Desert ist ja dieses koreanische MMORPG, das jetzt von Pearl Abyss wieder zurückgenommen wurde. Ja, Open World, sehr grindlastig. Also wer kein Grind mag, für den ist das nichts. Aber das ist eine riesengroße offene Welt ohne Ladebildschirme, weil es halt keine Portale gibt. So die Karte, die wird auch regelmäßig immer weiter erweitert. Sieht man daran, dass es Kartenteile gibt, die noch im Nebel sind. Und wenn du da halt hin willst, da ist halt tatsächlich eine unsichtbare Wand. Und Open World PvP ist manchmal ganz lustig, sich da einfach mit irgendwelchen anderen zu kloppen. Einfach so aus Spaß. Gibt halt ein Gefühl, dass es immer noch sehr beliebt ist und dass dir halt sehr viele Möglichkeiten offen stehen, auch was Housing und alles antrifft. Ist das nicht so, wenn man
Black Desert Online jemanden angreift, das kann sein, dass das Nachteile mit sich zieht. Du verlierst Karma, kommt aber auch auf den Unterschied eurer Rüstung an. Ja gut, dann habe ich gut aufgepasst. Ja, das ist auch gut so, sonst gehen deine Steinchen kaputt. So. Platz 3 belegt bei mir Red Dead Redemption 2 online. So ein Pferdchen anzunehmen, durch die Gegend zu rennen, zu reiten, Häuser ausrauben, Leute überfallen, Wilderwesten, wow! Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. So ein Platz 4 und deutlich auf dem letzten Platz, weil ich momentan mich nicht so sehr damit beschäftige, ist GTA 5. So. Autos, auch eine ziemlich große Map, auch Raubüberfälle, Stripclubs, Schießereien. Ist eine nette Abwechslung, mal von einem Alltagsleben sich mal in ein glamouröses Auto zu setzen, um einfach durch die Gegend zu düsen und sich danach ein Gläschen bei sich zu Hause zu gönnen. Ich gebe dann liebend gerne weiter. Eine Abwechslung zu MMO-Grinder. Ja. Dann würde ich tatsächlich mit Sparks weitermachen. Ist okay. Ja, okay. Also meine Top 5. Platz 5 ist Minecraft. Ich glaube, da muss man nicht zu erklären. Ja. Stimmt, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, aber ist ja eigentlich der Inbegriff, diese zufallsgenerierte Welt. Man wird einfach reingeworfen und man kann alles machen, was man will. Ja, ich habe es ja auch 2 Jahre Hardcore gezockt. Stimmt. Ja? Ja. Also so wie du sonst drüber redest, hätte ich das nicht erwartet. Ich auch nicht. Man sieht sich halt irgendwann mal an einem Game satt und dann wird man irgendwann zum Hater. Das ist einfach so. Ah ja, ich verstehe. Ganz neue Seite kennengelernt. Ja. Ja. Ich bin geschockt. Platz 4, Just Cause 2. Oh ja. Ja, es macht einfach so viel Spaß, Story mal beiseite gelassen, über diese Insel zu fahren, rutschen, gleiten und einfach Schabernack mit diesem Greifhaken zu machen. Ja, das stimmt. Ja. Hm. Ja, was passiert, wenn man diese Wache mit einem Ölfass verbindet oder sowas? Platz 3, Star Wars Knights of the Old Republic. Für mich persönlich Peak BioWare und das beste West-RPG aller Zeiten. Und obwohl es ein Star Wars-Spiel ist, hat es BioWare geschafft, da unglaublich viele Grautöne in den Entscheidungen, Charakteren und auch der Welt einzubinden, was man eigentlich nicht denkt, wenn man Star Wars hört, weil das ja immer da nur die dunkle und helle Seite gibt. Dann Platz 4, für mich eine sehr schwere Entscheidung, weil ich unbedingt eine Immersive Sim in dieser Liste haben wollte. Und da denkt man ja immer erst an Deus Ex. Ja. Ich habe mich aber für Dishonored entschieden, weil mir einfach dieses Steampunk-Setting ein bisschen mehr zusagt als das Cyberpunk-Setting in Deus Ex. Mhm. Aber es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen zwischen den beiden Teilen. Und auf Platz 1, ein alter Bekannter von mir und eigentlich kein Spiel, sondern eine ganze Spielereihe. Die Yakuza-Reihe, weil ich es einfach immer wieder unglaublich finde, wie diese Serie es schafft, auf so einen kleinen, sehr kleine Spielwelt dieses mit so stark mit Leben zu füllen. Ja, man startet das Spiel und will eigentlich nur der Hauptstory folgen oder Baseball spielen und am Ende findet man sich in einer Sidequest wieder und managt einen Hostess-Club. Oder verprasst sein ganzes Geld beim Mahjong oder Poker. Ja. Ja. Es ist am Ende wie das echte Leben. Man kommt in dem Spiel einfach zu nichts. Ja. Nice. Das war mein Top 5. Dann würde ich sagen, Wildcat, machst du bitte weiter? Sehr gerne. Ich habe mir da so ein bisschen gedacht, okay, wenn ich mir da jetzt nur 3 Spiele raussuche, komme ich mir selbst ein bisschen doof vor, deswegen habe ich mir dann jeweils ein Spiel rausgesucht, was halt für mich so eine bestimmte Art von Freiheit verkörpert.
Und da habe ich zum Beispiel auf meinem Platz 3 die Bewegungsfreiheit. Und da habe ich für mich Anthem genommen. Über Bugs und ja, weiteres brauchen wir da gar nicht reden. Aber allein so, du bist in diesem, ich sag jetzt mal, Iron Man Anzug und fliegst einfach durch die krasse Welt. Die Welt ist so wunderschön. Du kannst einfach durch einen Wasserfall fliegen. Du kannst in so ein riesiges Meer quasi reintauchen und einfach da weiter schwimmen. Die Welt ist wunderschön gestaltet. Schöne Mischung aus Natur und Maschine. Es ist wirklich einfach atemberaubend. Und ja, sowas hätte ich gerne öfter, dass mich so eine wirklich freie Welt fesselt und man sich richtig drin verlieren kann. Das habe ich leider ein bisschen zu selten. Auf meinem Platz 2 wäre dann, wie frei denn so ein Spielstart ist. Also bei vielen Spielen bist du Ewigkeiten an ein Tutorial gebunden oder... Oder wirst du in ein Gefängnis geworfen, du musst erst durch den Dungeon durch. Ja, oder du kriegst, oder die sind halt oft auch so geradlinig. Du wirst quasi an einem roten Faden langgeführt. Und da habe ich wahrscheinlich jetzt auch ein schönes Diskussionsthema für Tron, Dark Souls. Ja, ich weiß, du hast eine Hassliebe zu diesem Spiel oder nur Hass, ich bin mir da nicht so ganz sicher bei dir. Aber eigentlich beim ersten Dark Souls, sobald du aus dem Gefängnis raus bist, und das sollte nicht allzu lange dauern, ja, wo gehst du hin? Gehst du hoch in die Stadt? Gehst du über den Friedhof, was im Zweifelsfall jeder probiert hat? Und du kriegst halt nicht jetzt von irgendeinem NPC gesagt, hey, geh da nicht lang. Sondern du kriegst durch Spielmechaniken halt gezeigt, da solltest du vielleicht noch nicht lang gehen. Wenn du noch Spaß am Spiel haben willst, geh mal lieber woanders lang. Aber niemand sagt dir, lass es. Und das finde ich sehr erfrischend. Und dann auf meinem Platz 1 habe ich einfach, weil du so ziemlich alles machen kannst, Minecraft auch. Einfach auch früher, wie ich das mit meinen Kumpels gespielt habe, da hat dann einer einen Server gemacht und ja, dann konnte man eigentlich machen, was man wollte. Dann hat man gesagt, hey, komm, wir bauen jetzt so zusammen eine Riesenburg auf, wir machen jetzt Hardcore-Survival-Zeug, wir... Ja, oder einer sagt, hey, guck mal, wir machen jetzt so ein bisschen rollenspielmäßig, ich bin der Holzfäller, du bist der Minenarbeiter. Einfach wundervoll. Also, ja... Das war's dann mit meinen. Mhm. Dann mach mal Red das Schlusslicht. Jo. Ja, bei mir war es am Anfang schwer und dann wurde es relativ schnell immer und immer mehr. Und eigentlich hätte ich jetzt sogar eine Top 10 haben können. Aber ich hab's mal ein bisschen gefiltert. Auf meinem Platz 5 ist Skyrim, weil ich echt hunderte Stunden reingesteckt hatte. Auch nicht nur einfach Quests verfolgt, einfach Gebiete erkundet und die Landschaft halt auch schön gestaltet, dass man da echt einfach jeden Zentimeter erkundet hat, wie so ein Pfadfinder. Er hält immer wieder an und sagt, hey, was ist denn da hinten eigentlich? Ja, und dann noch der tolle Soundtrack im Hintergrund, schön Dragonborn. Und dann ist man schnell bei 500, 600 Stunden, ne? Ja, auf jeden Fall. Genau, und Platz 4 habe ich zwei Titel, also Arma 3 oder die ganzen Operation Flashpoint-Vorgänger. War halt eine schöne große Insel, wo du militärisch dich auslassen konntest, aber mit Mods und anderen Sachen konnte man in dem Spiel quasi auch alles machen, was es gibt. Rollenspiel, ja. Und da habe ich auch, ich weiß nicht, wie viele Stunden verbracht. Da gab es so einen Mod, der hieß Evolution. Da gab es quasi eine komplette Insel, komplett eingenommen von KI und NPCs. Und man hat eigentlich dann mit bis zu 64 Leuten versucht, diese Insel einzunehmen. Aber wir haben das dann immer in einem kleinen Clan gemacht und waren 3-4 Leute und dann haben wir 1-2 Tage gebraucht, die ganze Insel einzunehmen. Aber es war extrem lustig.
Auf meinem Platz 3 habe ich GTA 5 auch viele Stunden reingesteckt, obwohl ich den Singleplayer nie angerührt hatte, aber die erste Multiplayer-Form von dem GTA, die hat mir echt gut gefallen. Gab zwar nicht ganz so viel Koop-Krams, aber war auf jeden Fall eine lebendige Welt, die ich echt gern besucht habe. Auch einfach nur mit der Karre einfach rumfahren, in der Gegend rumgucken. Wolltest du noch was sagen? Ja, nee, dass viele hier eine Runde GTA 5 genannt haben, meinte ja, ich. Genau. Ist auf jeden Fall berechtigter Platz. Bin ich mal gespannt, was sie beim 6er noch machen. Obwohl ich glaube, es wird nur noch ein Solo-Titel. Ja. Oder sie übernehmen halt den Online-Modus mehr oder weniger 1:1. Mhm. Ja. Ich hoffe ja, dass es wieder zurück in die 80er geht. Ja. Mal was gucken. Ja immer wieder angeteasert wird aus der Gerüchteküche. So, auf meinem Platz 2 habe ich Ghost Recon Wildlands. Den Nachfolger habe ich nicht gezockt, deswegen steht nur der drauf, aber da ist halt auch schöne große Welt, wunderschöne große Welt. Und ja, da fliegt man auch schön mit dem Hubschrauber in der Gegend rum, fährt mit dem Auto an den Straßen lang. Die kleinen Dörfer, überall das Leben. Schon schön gemacht. Und wer hätte es gedacht, Platz 1, Star Citizen. Gibt zwar nur ein System, Stanton, aber weiß nicht, man kann einfach so viel da drin machen. Es gibt zwar noch nicht so viel Content, was jetzt Missionen angeht oder Story-Quests oder irgendwas in der Art, aber da man so frei ist, kann man sich einfach viel Selbst-Content machen. Zum Beispiel treffen sich einfach Spieler auf einem Planeten, mit, spawnen ein paar Autos und dann generieren sich eine eigene Rallye und fahren dann von A nach B und wer erst erst gewinnt und so Sachen halt. Ja, das waren meine. Und das nächste Thema ist ein kleines, aber feines, denn wir sind 20 Jahre jetzt schon am Start. 2001 fing es an mit uns, hab irgendwelche Spiele bei Battlefield 1942 getroffen und ja, wir waren echt gut, wir haben ziemlich viel in Battlefield Zeit verbracht und irgendwann wurde es uns halt einfach zu langweilig. Habt ihr euch entschieden, das alles irgendwie ins Internet zu ballern? Ja, oder wir haben halt erstmal gesagt, oh, wir machen mal unseren eigenen Server und da der dann ziemlich lange, als er public war, leer war und da nichts kam, haben wir uns entschieden, wir machen einfach irgendwelchen Blödsinn. Wir haben ein Passwort drauf gemacht, haben dann mit der Gravity gespielt, mit Mods und dann haben wir halt auch ausgetestet, was da so für Fehler im Spiel ist. Sind wir mit dem Panzer auf eine Flagge gefahren und was ist passiert? Der Panzer ist einfach in die Luft geflogen, also nicht explodiert, sondern der ist einfach hunderte Meter abgehoben und es war halt einer der ersten Bugs. Und danach, als Pionier, hat sie dann TNT. Damit kann man auch viel Blödsinn machen. Oh, ich muss mal ein Video anmachen. Lass mal im Hintergrund laufen. Das sind ein paar alte Videos von uns. Da sind wir halt. Und das warst du und wer? Ich und die anderen beiden Gründungsmitglieder Knoppers und Graf D. Und da waren wir erst in so einem Stunt-Clan, hat er sich geschimpft. Ich weiß nicht mehr den Namen genau. Zumindest die haben halt nur solche Stunt-Videos in Battlefield halt gemacht. Und das haben gesagt, sowas können wir auch machen. Und dann haben halt einfach Blödsinn gemacht von allem, was man so machen kann. Das Coole ist, bei Battlefield gab es dann auch später so ein Sandbox-Mod, so ein bisschen wie Garry's Mod. Du konntest halt Objekte spawnen und deine Welt dann da drinnen umbauen, wie du wolltest. Und ja, dann haben wir dann ein paar Jährchen mit Blödsinn machen und Videos machen verbracht und dann haben wir gedacht, das könnten wir auch in anderen Videos machen oder in anderen Spielen und die dann einfach Herz und Nieren testen. Halo hat man zum Beispiel, haben jetzt auch ein Video im Hintergrund, weil die Physik halt schon in Spielen schon recht gut war, aber es gab halt sehr viele Fehler und dann konntest du halt Stuss machen und es war einfach so spaßig, weil du halt nicht das Spiel nutzt, wofür das war, sondern einfach nur Spaß haben. Habt ihr auch sowas schon gemacht, dass ihr einfach Spaß hattet in Spielen, ohne das richtige Spiel so zu spielen, wie es angedacht war? Ja, natürlich so in der Anfangszeit so von der 3D-Spiele, also GTA 3 zum Beispiel, sehr viel ausprobiert. Ja. Die anderen?
Ja, klar. Also, ich kann dir jetzt wahrscheinlich kein genaues Beispiel nennen, aber schon mal, ja doch, zum Beispiel halt auch bei Just Cause 2 oder so, einfach Scheiß auf Story, einfach mit dem Haken irgendwo durch die Welt irgendeine Scheiße bauen, da den Jet klauen und weiter geht's. Aber ja, immer mal wieder sowas. Ja, ich glaube, das hatte man auch damals schon, oh, ich weiß mal, jetzt mal, wann kam Alarmstufe Rot 2 oder so raus? Naja, zumindest schon urewig her. Und da hatten wir auch dann gesagt, oh, okay, jeder baut seine Basis groß aus und baut einfach mal 3 Stunden lang eine riesige Armee auf. Und dann haben wir die aufeinander gehetzt. Oh je. Yeah. Und dann ging die Schlacht halt, naja, manchmal ist das Spiel dann aber abgekackt, weil es manchmal ein bisschen zu viel war. War sehr, sehr lustig. Ja, da hatte ich auch so einen Kumpel, der hat immer so ähnlich eskaliert. Aber bei Command & Conquer Generals war das eher, wenn wir da mal online gezockt haben, da war das dann halt, da hat er nach 10 Minuten gefühlt 10 Ionenkanonen stehen gehabt. Dann hab ich gemeint so, ey, du übertreibst schon ein bisschen. Und so, nee, das ist nur meine Verteidigung. 10 weitere Minuten später, war die halbe Map gefühlt mit Ionenkanonen voll, also oder Partikelkanonen, ich weiß nicht mehr genau, wie es da hieß. Ja. Auf jeden Fall auch ganz lustig. Und da es früher auch nicht so viele aktive Spiele gab, die man jetzt hast du ja eine Bibliothek von keine Ahnung was, und es kommen auch täglich neue Spiele raus und du hast halt früher nicht so die Auswahl, hast halt sehr, sehr, sehr viele Mods ausprobiert und hast einfach verschiedensten Mods getestet, was können die, was sollen sie nicht können und was probierst du trotzdem aus, spaßeshalber. Da hat man schon echt kuriose Mods entdeckt für jedes Spiel. Ja. Ja, und da wir dann so viel getestet haben, bin ich dann halt schwerpunktmäßig dabei geblieben, hab dann auch immer kleine Review-Videos mal gemacht oder Sachen bewertet und bekam dann auch ab und zu mal einen Key von einem Entwickler und das hat sich dann immer mehr aufgebaut und jetzt kriege ich das schon fast hinterhergeschmissen. Und ja. Und jetzt sind wir hier und haben schon einen eigenen kleinen Podcast, der auch ziemlich viel Spaß macht. Der jetzt auch schon eine Weile läuft. Ja. Gut. Also, weißt du, wann der erste rauskam? Nicht auswendig, nein. Das war aber dann. Ich war beim ersten auch dabei. Beim ersten Podcast, aber das hier ist Folge 1 Aufnahme, das war November 2019. Ja, dann passt mal eine Rechnung ganz gut. Also hin. 1,5 Jahre etwa. Ja. Immer wieder mit größeren Pausen. Ja, gut, klar. Ja. Aber in den letzten Monaten relativ regelmäßig, würde ich sagen. Gab es 1-2 Ausfälle, aber abgesehen davon ziemlich regelmäßig. Das stimmt. Ja, dann war es das schon mit unserer kleinen 20 Jahre Erinnerungsabschnitt. Dann gebe ich schon mal weiter. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Spiele, die auf Serien, Anime oder Cartoons basieren. Aufhänger für das Thema ist für uns gewesen, dass letzte Woche plötzlich ein neuer Trailer für ein Stargate-Spiel ins Internet gespült wurde. Und da ich und Red ja große Fans von Stargate sind, wollten wir mal so ein bisschen darüber reden, was wir von so einem Spiel erwarten oder was wir für andere Spiele gespielt haben, die auf Serien basieren. Ja, bei Stargate ist halt immer die Sache, da wurden schon so viele Spiele angekündigt und es kamen wirklich nur so wenige raus, dass ich da immer mit kritischen Augen drauf gucke. Ja. Ob dann daraus wirklich was wird. Das Problem bei Stargate, dass die Lizenz hat ja auch sehr oft die Hände gewechselt. Das war ja am Anfang Showtime, dann MGM, dann war es Sci-Fi Channel, dann wieder MGM. Das ist dann ja für so eine Spieleentwicklung auch nicht gerade förderhaft.
Ja, das stimmt. Wenn da immer wieder Leute ankommen, die dann eine andere Erwartungshaltung haben. Aber da stecken ja so viele Fans dahinter, die einfach mal was haben wollen. Oh ja. Deswegen ein gescheites Stargate-Game würde ich mir auf jeden Fall machen. Warum die so oft scheitern. Es ist ja auch schon bekannt, was das werden soll. Das soll ein RTS, also Echtzeitstrategie werden, oder? Ja, genau. Wo bei mir schon so ein bisschen die Zweifel aufkommen, denn ich weiß nicht, wie man dann RTS umsetzen will. Man hat ja eigentlich eher wenig Einheiten, denn also die Go'uld haben ja eigentlich eine Menge, aber die Menschen haben ja nur 3 Schiffsklassen denn am Ende. Hm, das stimmt. Ja, X301, 302 und 303. Und also wie jetzt ist das als RTS im Weltraum mehr oder weniger oder ist das denn die Frage? Eher als Bodenkampf, weil Bodenkampf ist dann halt auch, hast du dann eigentlich eher kleinere Teams von Menschen oder ja. Ja, gut, das würde dann schon eher Sinn machen, sowas Squad-basiertes wie Commandos so, oder so. Ja, ich hätte jetzt gesagt, so in Richtung XCOM oder so wäre eigentlich mega nice. Ja, oder auch, ja klar, dann hat man so ein SG-Team. Ja. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es echt gut einsteigt. Also, sowas fände ich tatsächlich ganz cool. Also jetzt erstmal bei RTS habe ich mir gedacht, okay, da ist das Stargate mehr oder weniger dann nur Rechtfertigung dafür, dass die Umgebung halt immer wieder anders aussieht, aber jetzt so kurz drüber nachgedacht, eigentlich könnte es auch ganz geil werden. Mhm. Aber richtiges Material ist mir jetzt noch nicht so aufgetaucht, was da kommt. Nur dieser Trailer, oder? Das ist das Einzige. Ist ja auch ziemlich überraschend. Hm. Das ist ja jetzt, hat ja jetzt wieder die Hände gewechselt. Ich weiß gar nicht, wer hat jetzt MGM gekauft? Disney war es nicht. Hm. Na, jedenfalls dadurch ist das alles wieder so ins Rollen gekommen. Es soll ja angeblich auch an eine neue Serie gearbeitet werden. Ja. Weißt du, was für ein Universum das spielt? Also, Gerüchteküche sagt, dass, jetzt habe ich die Namen der Schauspieler vergessen, also Samantha Carter und Daniel Jackson, die Schauspieler, dass die in Gesprächen sind. Okay. Die sind aber mittlerweile auch deutlich älter als früher. Ja, gut, klar. Ja, na gut, Carter war ja auch am Ende Kommandant von Atlantis. Ja. Richard Dean Anderson als O'Neill war Fleet General, glaube ich. Ja. Klar, das muss man dann aufziehen. Neues Team, neue Abenteuer. Aber so im SG-1-Stil, die neuere Serie wäre bestimmt interessanter. Weil ich weiß nicht, Atlantis war auch noch okay, aber mit Universe haben es dann bei mir irgendwie verschissen. Ja, ganz mit Universe ehrlich, konnte ich auch nichts anfangen. Ich fand Atlantis am Anfang besser als SG-1. Okay. Ich finde, das hatte sehr viel Potenzial, aber dann haben sie es ja, weiß nicht, dann hat es sich so wiederholt. Sie haben dann die Replikatoren zurückgebracht, haben gesagt, die Asgard haben die gar nicht erfunden. Das war eine Erfindung der Antike und da fehlt es dann so ein bisschen auseinander. Aber da kam auch nicht so ganz der Humor vom SG-1 halt drüber. Was Richard Dean Anderson sei mal so mit eingebracht hat, das war immer grandios halt. Ja, also Shepard hat halt nicht ganz so das Charisma gehabt, finde ich. Ja, dafür hatte man den McKay, finde ich, aber naja. Das stimmt. Also der ist schon sehr witzig gewesen. Und gut, auch... Ah, wie heißt er? Mir fällt gerade der Name vom Schauspieler nicht ein. Aquaman, der dann Ronan Dex gespielt hat. Jason Momoa. Auch, genau, fand ich auch ja, wirklich einen sehr coolen Charakter. Bisschen flach am Anfang, aber... So generisch, so Klingone oder was das Andromeda war, da war ja auch so ein Charakter, auch mit Dreadlocks. Ja.
Aber an sich fand ich ihn ganz cool. Also wir sind gespannt, was da rauskommt. Was habt ihr denn noch sonst noch so für Spiele gespielt, die auf Serien basieren? Und warum habt ihr die gespielt? Weil ihr die Serie toll fand oder einfach nur so? Oder seid ihr vielleicht durch Spiele Fans der Fernsehserie geworden? Ja, bei Akte X zum Beispiel, da war es so, man hat halt die Serie tierisch geliebt und dann hat man sich auch mal, dass mal da ein Spiel kommt, auch gefreut, dass es auch gar nicht mal schlecht war. War nur ein Point-and-Click-Adventure, aber mit echten Schauspielern. Und ja, ich kann gar nicht mehr so genau sagen, was darin vorkam, aber es war immer sehr detailnah an den Serien, immer mit den ganzen... Die beiden sind verschwunden und man wurde ja damit beauftragt, Mulder und Scully zu suchen und ist dann da so in diese Akte X-Welt eingetaucht. Man hat dann einige Charaktere getroffen. Ja, den Krebspatient. Nee, das war Mr. X. Der Krebspatient war... Doch, der, genau, doch, der war auch in einer Szene drin, stimmt. Stimmt, weil dann dieses Geraucher in dem Spiel erinnere ich mich ganz deutlich. Ja gut, das ist ein Spiel aus den 90ern gewesen. Da wurde noch viel geraucht. Ja. Auch wenn man sich so Filme und Serien aus der Zeit anguckt. Wo wir bei Point and Click waren, da wurden ja viele Fernsehserien umgesetzt. Also Star Trek war ja auch in den ersten Jahren Point and Click. Mhm. Also 25th Anniversary mit TOS und Judgment Rights. Später die nächste Generation mit A Final Unity. Das fing denn erst mit Voyager an, wo man denn so ins Ego-Shooter-Genre reingegangen ist mit Elite Force 1 und 2. Okay. Ja, oder was Star Trek ja auch, wo es ja prädestiniert ist, RTS. Ist ja auch reingegangen mit Starfleet Command, Armada, Away Team. Da würde ich auch sagen, da sind ja auch genug Schiffsklassen da am Ende. Ja. Star Trek hat, da hat ja, haben ja wirklich viele Rassen, sehr viele verschiedene Schiffe. Das stimmt. Aber ich bin da nur auf bei dem MMO Star Trek Online ein bisschen drauf gewesen, aber ich weiß nicht, so die Spiele haben sich bei mir nie so durchgesetzt. Ja. Kann ich leider relativ wenig zu sagen. Star Trek an sich ging an mich nie wirklich ran. Ja. Dann war erstmal eine Zeit lang Pause und dann hat ja Telltale damit angefangen, Adventures zu machen zu Fernsehserien. Erst haben sie CSI gemacht, so als Wimmelbild-Sammlung. Mhm. Und dann haben sie sich ja die großen Lizenzen gekauft. Walking Dead, Game of Thrones, Wallace and Gromit. Hat davon jemand was gespielt? Ja, Walking Dead Gromit. Auf jeden Fall. Das war ein echt starkes Action-Adventure, wo auch da die Story auch dann solche Umschwünge hatte, wo du dann echt baff warst. Ja, damit haben sie auch den großen Durchbruch dann geschafft. Genau. Ich finde, da konnten sie auch noch sehr gut bei den ersten beiden Walking Dead-Spielen sehr gut verstecken, dass man ja eigentlich einen festen Pfad durchläuft. Wenn man heute die nochmal spielt, dann merkt man, dass eigentlich alle Figuren, die potenziell sterben können, gar keine wichtige Rolle mehr in den Spielen haben ab da. Mhm, ja. Das ist einem beim ersten Spielen gar nicht aufgefallen. Das haben sie gut versteckt. Ja, ich fand es ein bisschen traurig, dass bei mir die Reporterin, ich glaube, es von der Reporterin gestorben ist. Aber ich habe es dann leider auch nicht nochmal angerührt. Ich habe es einmal durch und dann war es das. Ja, denn ich glaube, das ist auch so ein One-Trick-Pony. Wenn man das öfter spielt, dann verliert das sehr schnell an von seinem Zauber. Also ich weiß noch, dass bei mir wirklich das erste Batman-Spiel war, wo ich da saß und gemerkt hat, ey, ihr versucht mich immer in eine Richtung zu lotsen, in die ich gar nicht hin will. Mhm. Und da finde ich auch, dass die Telltale-Spiele ab dem Punkt sehr stark nachgelassen haben für mich. Ja. Die sind auch sehr ähnlich zueinander, finde ich. Also ich habe halt zuerst The Wolf Among Us und Tales from the Borderlands gespielt und dann halt erst mit The Walking Dead angefangen und das war mir halt einfach irgendwie zu ähnlich und dann hat's mich nicht ganz gepackt
Und ich weiß nicht, also keine Ahnung, auch immer dieses... Du hast zwar beim ersten oder zweiten Mal so das Gefühl bekommen, ey, deine Entscheidungen sind wirklich wichtig. Immer wenn da stand, dieser Charakter wird sich das merken. Und dann denkst du dir so, oh scheiße, jetzt habe ich richtig den Arschloch-Move gemacht. Und er wird sich daran erinnern. Aber im Endeffekt ist es eigentlich egal. Und das fand ich dann, ja, ein bisschen abtörend. Dann verlieren die Spiele sehr schnell ihren Reiz, wenn man das merkt. Ja. Dann sieht man auch dann eben halt diese Nahtpunkte, wo man weiß, okay, das geht jetzt in die Richtung und die Richtung und führt da wieder zusammen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie denn irgendwann pleite gegangen sind. Da würde ich von ausgehen. Weil sie sich einfach nicht erneuern konnten. Ja, und dass dann halt eventuell auch Fans sich halt gedacht haben, okay, ich zahle jetzt nicht für dasselbe Spiel im anderen Kostüm nochmal Geld. Aber gut, kann auch nur ich sein. Wahrscheinlich haben auch die Lizenzen sehr viel Geld gekostet. Ja, mit Sicherheit. Also Game of Thrones, Batman. Ja. Borderlands, was kam da noch danach? Wolf Among Us war ja eher unbekannt zu dem Zeitpunkt. Ja, aber das war, finde ich, mitunter eins der besten. Ja. Würde ich auch gerne eine zweite Staffel von sehen. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich mich richtig erinnere, hat es auch mehr oder weniger mit einem Cliffhanger geendet. Kann sein. Ist schon ziemlich lange her. Es wurden einige Charaktere nicht richtig erklärt. Daran kann ich mich erinnern, was mit denen passiert ist. Kann auch gut sein. Also ich weiß noch, also so eine Sache war halt, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, deine Entscheidungen sind eigentlich egal. Ich war ein richtiges Arschloch, habe dem einen Charakter mega das Schlimme angetan und am Ende hilft er mir trotzdem, macht nur einen dummen Kommentar dazu und das war's. Wo ich mir gedacht hätte, ey, das, was ich getan habe, in echt, das wäre eigentlich unverzeihlich gewesen. Aber hey. Ja. Irgendwann diktiert eben halt einfach das Budget, wie das Spiel denn läuft. Ja, leider. Dann gibt's... Dann wird man immer wieder in so eine Richtung gedrückt von dem Spiel. Wie gesagt, das ist mir zum ersten Mal bei dem Batman-Spiel richtig aufgefallen. Das habe ich leider nicht so weit gespielt. Da habe ich vielleicht den ersten Akt oder so durch. Ja. Ja, hat sonst noch irgendwer eine Fernsehserie und das Spiel dazu? Tja. Sonst würde ich jetzt zu Animes wechseln. Meiner Wunschliste stand ganz lange zu Firefly, das Spiel Firefly Online. Aber wie bei Stargate hat es ein tragisches Schicksal und es kam nie raus. Wurde genauso abgesägt wie die Serie, die nach knapp einer Staffel aufgehört hat, obwohl sie verdammt gut war. Habe ich jetzt mit meinem Kumpel erst wieder gesehen, die Serie, inklusive Film, und ich weiß nicht, warum man daraus nichts gemacht hat. Ja, eben halt diese typische Shenanigans von den Studiobossen oder Filmbossen, was eben halt bei Futurama oder so ist. Wenn die nicht wollen, dass etwas erfolgreich ist, dann wird eben halt der Sendeplatz umgestellt. Was weiß ich, irgendwann Samstagabends oder Freitagabends, wo keiner zu Hause ist. Ja. Und dann gehen die Einschaltquoten runter und dann wird es eben halt abgesetzt. Hat viele Serien getroffen. Futurama, das originale Star Trek. Die wurden alle so abgesägt, ja. Dann kommen wir zum anderen Punkt, was ich glaube ein sehr großer Punkt in dieser Runde sein wird, Anime-Spiele. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da anfangen soll, weil ich ja etwas älter bin. Also bei mir ging das erst los mit so JRPGs zu Sailor Moon, Another Story. Was eben halt wirklich die Arcs durchspielt. Immer aus Sailor Moon könnte denn...
Dann später Dragon Ball Z, das Erbe des Goku 1 und 2, was auch die komplette Sage durch ist. Dragon Ball Origins. Was mir nicht so gut gefallen hat, waren die Budokai Tenkaichi Spiele, weil da läuft einem, da erlebt man die Story nicht richtig aus der Serie. Man ist da kein Teil von. Man hat da ein paar Textboxen hier, das spielt jetzt im Buu-Fight, kämpft jetzt gegen Buu und dann wird man in so ein Beat'em-up reingeworfen. Das hat mir bei denen nie so richtig gefallen. Bei den Budokai Tenkaichi. Also da finde ich dann immer so den Ansatz, auch so ein Anime, ein RPG zu machen, wo man dann wirklich selber die Story erlebt, viel besser. Wo ich mich dann auch sehr drauf freue, das mal zu spielen, ist das Kakarot, also das Dragon Ball Z Kakarot, was ja auch eher so ein Open-World-Spiel sein soll. Statt ein normaler Fighter. Das finde ich dann sehr interessant. So, die anderen irgendein Anime-Spiel spielt? Ja, Sword Art Online, dieses Bulletin Times, oder? Das hatte ich auf jeden Fall gespielt, weil ich halt SAO-Fan bin. Und ich habe die anderen Titel nicht gezockt, weil da keine freie Charakterwahl hat. Da hast du halt immer diesen Standardhelden gezockt. Und da war ich nicht von begeistert. Und dann mit diesem Bulletin Proof, oder wie das heißt, da konnte man halt einen Charakter erstellen und war dann trotzdem in dieser SAO-Welt. Und das fand ich echt ganz gut. Was für ein Genre ist das? Ja, so Action. Ja, doch, Action-Rollenspiel. Du kannst halt rumballern, aber das ist halt auch viel mit Rollenspielelementen gesegnet. Bisschen Open World. Netscha, du hast auch die SAO-Spiele gespielt? Ist überhaupt noch da? Ich sehe hier Ausschlag, aber ich kann nichts hören. Ja. Oh lol, mein Mikrofon hat sich ausgeschaltet. Okay, tut mir leid. Technische Panne. Ich habe Sword Art Online Alicization Licorice gespielt. Ich glaube, das war das Sword Art Online, das nach Fatal Bullet rauskam. Bin aber da nicht ganz sicher. Ist halt basierend auf Sword Art Online Alicization. Also es ist ja eine eigene Staffel, dieses Alicization. Es wird ja immer unterteilt. Und im Grunde genommen überschneidet sich das am Anfang noch sehr stark mit der Hauptstory, also des Anime. Aber das weicht dann halt im Spielverlauf ab. So, ich würde schon sagen, das ist ein JRPG. Das hat Co-op-Elemente drin. Das heißt, du kannst Spieler von halt aus dem gesamten Internet einfach so in deine Welt holen. Die können dir beitreten, du kannst auch denen beitreten. Ihr könnt zusammen Raids farmen und alles. Halt, wenn die Story fertig ist. Wo ich dann auch direkt beim Punkt komme, ist, die ersten zwei Kapitel der Story musst du als Kirito spielen. Das hat mich so ein bisschen gestört. Ja. So, und danach schaltest du die freie Charaktererstellung frei. Das hat mich irgendwie so 8 bis 12 Stunden gekostet, meiner Zeit. Ja. War aber trotzdem interessant. Ich habe auch sehr viel Spaß gehabt mit der Story. Die Cutscenes, die waren schön. Also du hattest sowohl Visual Novel Cutscenes, also wo die Charakter halt so sprechen, wo man die halt als 2D-Bild sieht. Und man hatte auch 3D-Cutscenes. Und fast alles war voll vertont, auf Japanisch aber. Der Story kann man an sich ganz gut folgen. Das ist nicht so krass eintönig. Das Kampfsystem würde ich jetzt mal als 3D-Manöver bezeichnen. Also du hast schon die Umgebung mit einzubeziehen, wenn du was machst. Verschiedene Waffentypen. Korrupte Ritter. Eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. Und es hat vor kurzem noch ein Update gekriegt mit einer Story-Erweiterung. Das muss ich noch spielen. Ist das eine eigenständige Story oder spielt man da einfach die Story des Animes nach? Beides. Also es ist nicht 1:1 dann der Anime, aber es hat durchaus die Anime-Elemente in sich drin. Mit hier und da kleinen und großen Änderungen. Ja, das ist so ziemlich das einzige Anime-Spiel basierend auf einer Serie, das ich jemals gespielt habe. Gerade das? Warst du vorher Fan des Animes oder? Zu meiner Zeit, als ich eine Jugendliche war, war Sword Art Online gerade so der Shit unter den Anime-Fans. Und da habe ich mich nicht lumpen lassen und den angeguckt. Und da war ich so, boah, ich will so ein Spiel haben. Und es hat sich dann weitergezogen, bis halt Licorice rauskam und ich dachte so, okay, jetzt schlag ich zu.
nur cool, auch echt mit VR. Ja, das wäre schön. Ah. Ja. Im Hintergrund habe ich jetzt mal hier One Piece aufgemacht. Da hatte ich auch ein paar Titel gezockt, aber ich bin nicht mehr ganz sicher, welche das war. Der war auf jeden Fall auf einer Nintendo-Konsole. Weiß nicht, ob es N64 war oder schon GameCube. Das war auch GameCube gewesen. Ich weiß nicht, wann fing One Piece an? 99? 98? Ja, ungefähr, ja. Zumindest war es halt echt auch ein cooles Open-World-Spiel, wo du halt in der Welt rumgerannt bist, aber sobald du dann einen Gegner getroffen hast, war das dann wie so eine kleine Arena, wo du dann erstmal den Gegner besiegen musstest. Das war auch ganz nett. Und da gibt es jetzt mittlerweile auch schon neue Teile, die ich sogar noch auf der Wunschliste habe, weil ich sie mir schon gerne angucken würde. Und ja, sind auf jeden Fall auch einen bestimmten Blick wert. Ja, bei One Piece habe ich den Überblick verloren. Also muss sagen, dass ich das ehrlich gesagt nie so verfolgt habe. Mhm. Ich war eher so Team Bleach. Ja. Und man kann da ja gar nicht mehr einsteigen bei One Piece. Das läuft ja jetzt schon seit über 10 Jahren. Ja, ich bin auch bei Episode 450 habe ich aufgehört, weil es war einfach zu viel. Und zu viel Filler-Kram und ja, es ist halt extrem viel Zeug. Ja. Wenn du da nicht am Ball bleibst, bist du auch raus. Mhm. Dann. Ja. Mit diesen ganzen Mecha-Spielen hat hier keiner was am Hut gehabt, denke ich. Gundam, Super Robot Wars, Transformers. Da doch, Transformers hatte ich mal einen Titel gespielt, den ersten. Auf PC. Mhm. Ja, das War for Cybertron, das war ein Third-Person-Shooter. Weil ich auch fand, bisschen konnte man da die Umgebung nicht unterscheiden, weil das ja arg dunkel war. Mhm. Manchmal. So, hat sonst noch irgendjemand ein Anime-Spiel gespielt? Ja, also ich muss halt sagen, ich habe viel davon nicht selbst besessen. Vieles habe ich dann halt zum Beispiel bei einem Kumpel gezockt, zum Beispiel auch irgendein One Piece Brawler. Oder halt auch mal irgendein Gundam auf dem Nintendo DS. Aber ich könnte dir ums Verrecken nicht mehr sagen, was genau es war. Aber ich habe auch noch ein Transformers auf dem Nintendo DS gespielt auch. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber da gab es auch eine Autobots oder eine Decepticons-Variante. Und ich weiß genau, ich hatte die Decepticon-Variante. Aber wirklich groß von Story oder so wüsste ich jetzt auch nichts mehr. Aber so mit 13, 14, 15, keine Ahnung, vielleicht noch früher, hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, dann würde ich sagen, wenn nicht jemand noch ein Anime-Spiel hat oder vielleicht irgendeinen Wunschtitel, das, was noch nicht umgesetzt wurde. Ja, meine Randgenres, die sind nie umsetzbar, weil es immer so kleine Nischen-Animes sind und dass davon was kommt, bezweifle ich. Sword Art Online, aber auch mit Deep Dive. Ja, und vorher geht nichts. Und vor allem als MMORPG. Ich frage mich, warum die das nicht schon längst gemacht haben. Ja, Naruto hätte mich auch als MMO riesig interessiert, weil die ganzen Spiele sind halt auch nur so schon offene Welt, aber sind alles eigentlich nur Fight-Spiele. Und deswegen war ich da mal schnell raus. Aber als MMO würde es mich vielleicht nochmal reizen, weil diese ganze Ninja-Welt von Naruto ist schon stark. Was auch ganz cool sein könnte, wäre halt beispielsweise Hellsing. Wenn das geil gemacht wäre, wäre ich auch sofort dabei. Oder auch sowas in dem Artstyle wie Ghibli und dann mehr oder weniger als so spielbare kleiner Film. Fände ich, glaube ich, auch mega geil. So was Ähnliches gibt es ja schon mit Ni No Kuni 1 und 2. Da hat ja Studio Ghibli die Animation gemacht. Das ist mir noch zu sehr JRPG. Achso, ja, okay. Es ist nicht so mein Ding. Mhm. Also wirklich ja, okay. mehr oder weniger, ich sag mal jetzt ähnlich wie so ein Telltale, dass du halt noch so ein bisschen was machen kannst, aber mehr oder weniger eigentlich nur durch die Story da läufst. Klingt jetzt auch wieder langweilig, aber
dass Ni No Kuni 2 oder dass Ni No Kuni von Ghibli gemacht ist? Zumindest die Welt und so, das wusste ich jetzt noch nicht. Doch, Hayao Miyazaki ist ja mittlerweile in Rente und sein Sohn macht das und der ist nicht mehr ganz so abgeneigt, was Videospiele angeht. Hm. Okay. Ja, dann kommt ja vielleicht noch was Geiles auf uns zu. Ja, ein bisschen kontrovers ist ja, dass der letzte Ghibli-Film CGI ist. Da ist er jetzt. Welcher war das? Ich weiß, der ist bei uns hier noch gar nicht rausgekommen. Der ist ganz frisch in Japan rausgekommen. Aber das haben dann schon einige einen falschen Hals gekriegt, dass der Sohn jetzt auf CGI setzt bei Studio Ghibli. Ja. Und wünschen sich den alten Herrn wieder zurück. Verstehe ich aber auch. Ja. Aber an sich so, keine Ahnung, Chihiros Reise ins Zauberland oder sowas als Spiel. Ja. Alter, da wäre ich dabei. Mir würde alleine schon nur die Welt halt daraus als Spiel reichen. Da wäre ich schon glücklich. Einfach so ein Walking Simulator. Das wäre es schon. Mhm. Das wäre schon geil, ja. Ich sehe schon, da ist Potenzial. Gibt's immer überall. Ja. Sonst hätte ich da noch reingenommen .hack, falls das jemand kannte. Das mal so ein Cross-Promotion-Ding. Da wollten sie Spiele, Animes und Manga gleichzeitig rausbringen. Okay. Hat ja leider nicht so geklappt. Das war zur PS2-Ära. Ich habe sogar noch ein paar DVDs von .hack. Ich habe mal einen Film davon gesehen. War auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Da das ja mit dieser Spielewelt und alles, und da wir alles Gamer sind, kann man sich da gut reinfinden. Ich habe das erste für die PS2 gekauft, da war dann auch die OVA als DVD mit drauf. Aber das Spiel war am Ende so ein riesen Grind, dass ich den zweiten Teil davon gar nicht mehr gekauft habe. Und dann haben sie ja zur PS3-Ära das Ganze gerebootet. Und das ist, glaube ich, auch sehr viel bekannter, diese Iteration von den .hack-Spielen. Ja. Denn was ich denn auch noch gespielt habe, war Fist of a North Star. Aber eher, weil das einfach ein Yakuza ist, einfach nur mit der Fist of a North Star-Lizenz. Ja. Was ich gerne mal spielen würde, sind die Initial D-Sachen. Die sind ja nur auf Automat rausgekommen. Weiß nicht, ob das jemand kennt. Eben halt so ein Rennanime. Nee. Straßenrennen. Die Memes kennt wahrscheinlich jeder. Ja. Ja. Ja, vor allem, weil ich eben halt so Rennspiele mit Story, das finde ich interessant. Viele sagen ja, das wird nichts. Aber ich finde so ein Rennspiel mit Story, das wäre sehr interessant, wenn man das wirklich mal durchziehen würde. Und Sega hat das ja mit den Automaten durchgezogen, die Story zu erzählen. Aber Automaten-Emulation auf dem PC ist ein bisschen schwieriger. So, denn hat keiner mehr was? Würde ich sagen, dann gehen wir zu Cartoons. Ja? Ja. Ja. Also, ich weiß nicht, jeder hat ja sicherlich mal so von den Samstag-Sonntags-Morgens-Cartoons die Spiele gespielt. DuckTales, Darkwing Duck oder Turtles. Ja, auf jeden Fall. DuckTales tatsächlich, ja. Die anderen glaube ich nicht tatsächlich. Ich habe auch nur DuckTales. Oder es gab auch mal einen Mickey Mouse, aber ist schon urewig her. Ja, Mickey Mouse gab es auch mehrere. Ja. Das war noch ein Side-Scroller. Also, ja. Was ich da gespielt hatte. Ich weiß aber nicht auf welchem. Ich glaube, das war schon in Farbe. Aber... Ja, das war Super Nintendo wahrscheinlich. Ja, vermutlich auch. Ja. Was bei uns ja dann der große Co-op-Hit war Teenage Mutant Ninja Turtles, für Hyperstone heißt, auf dem Mega Drive oder auf dem Super Nintendo eben halt Turtles 4, Turtles in Time. Wo ja demnächst ein neues Spiel rauskommen soll in der Machart, Shredder's Revenge.
falls jemand den Trailer mal gesehen hat. Noch nicht. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist eben halt so ein Side-Scrolling-Beat'em-up. Ah. Aber es kann ja auch sehr viel Spaß machen. Was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, war Simpsons Hit and Run. Das war so ein GTA-Klon, was auch mal super interessant war, durch die Welt zu fahren. Das haben auch die Macher gesagt, dass sie vorher sich nie überlegt haben, 10 Jahre, wo der Cartoon lief, also die Zeichentrickserie, haben sich nie überlegt, wo eigentlich die Häuser überall stehen. Und für dieses Spiel mussten sie sich das mal überlegen. Es ist dann sehr interessant, wie Springfield denn eigentlich aufgebaut war. Und dann eben halt so ein GTA mit Simpsons Humor. War eben halt auch super witzig. Also man konnte zum Beispiel ins Atomkraftwerk reinfahren, über einen Geheimgang und war dann in der Loge der Steinmetze. Okay. Das klingt eigentlich mega lustig. Also damit könnte ich, glaube ich, tatsächlich mehr anfangen als mit dem normalen GTA. Ja, es gab sehr viele Running Gags da drin im Spiel. Ja. Das glaube ich. Und South Park hat ja auch 2 Spiele gekriegt. Oh ja. The Stick of Truth und The Fractured But Whole. Ja, die Serie mochte ich aber in Spielen. Da habe ich nie mich anfreunden können, weiß ich nicht. Warum nicht? Da haben mich tatsächlich die Spiele eher zur Serie gebracht. Ah, okay. Also, ich habe davor vielleicht mal 1-2 Folgen South Park gesehen und fand es eigentlich, ja, mehr oder weniger doof. Aber, ja, dann, boah, keine Ahnung, das war noch mehr oder weniger zu der Zeit, wo ich extrem viel Borderlands 2 gespielt habe. Und dann auch, ja, mehr oder weniger halt Farm-Tutorials auch immer mal mir angeschaut habe. Und der eine YouTuber, bei dem ich das geschaut habe, der hat dann irgendwann, Anleitungen zu bestimmten Achievements gemacht, zu The Stick of Truth. Und dann habe ich mir das mal angeschaut, so 1-2 Videos, und dann so, ja, also das ist eigentlich schon, geht voll in meine Richtung Humor. Also habe ich es mir dann gekauft und dann auch, boah, ich weiß nicht, innerhalb von 1 oder 2 Tagen halt durchgezockt. Und da, das war unter der Woche, also Schulzeit. Ja, eigentlich ganz sportlich, würde ich behaupten. Ja, bei denen war auch sehr interessant, das waren die ersten beiden Spiele, wo die Macher Matt Stone und Trey Parker, heißen sie, glaube ich, wirklich in das Spiel involviert waren, weil die vorigen Spiele waren so scheiße, dass sie gesagt haben, hey, wir machen jetzt bei dem Spiel mit oder es kommt nicht raus. Und das hat auf jeden Fall gut getan. Ja. Es sind ja auch, also Stick of Truth spielt ja tatsächlich zwischen 2 Seasons. Stimmt. Also ist es eigentlich eine komplette Staffel der Serie. The Stick of Truth. Wie das mit The Fractured But Whole ist, weiß ich jetzt nicht. Aber Stick of Truth ist praktisch wie die Serie geschrieben worden. Ich bin mir da beim Fractured But Whole auch nicht ganz sicher, aber ich glaube auch. Ja, ich weiß das nicht so recht. Mir fehlt da so ein bisschen der Anhaltspunkt, wo das in der Staffel reingreift. Also Casa Bonita, da um den Dreh muss das gewesen sein. Weil das ja ein zentraler Punkt auch in der Spielwelt ist. Ja, sonst noch irgendjemand Spiel zum Cartoons gespielt? Ja. Und zwar die Batman Arkham-Reihe. Also ich weiß, wir hatten die Diskussion vorhin schon mal. Ja, im Vorgespräch. Dass sich die Spiele ja mehr an den Comics orientieren. Mhm. Aber für mich zählen sie halt auf jeden Fall auch auf der Serie basierend oder zumindest inspiriert dadurch, dass halt... Du hast das ja an den Synchronsprechern festgemacht. Genau. Wo du ja auch recht hast. Also Kevin Conroy...
Ja, also... Als Batman und Mark Hamill als Joker. Genau. Und ich glaube, im Deutschen ist zumindest auch die deutsche Stimme vom Joker, aber da bin ich mir nicht zu 100% sicher, weil da habe ich den ersten auf Deutsch gezockt und das vor... Boah... 9 Jahren. Ja. Also ist schon eine Weile her. Aber ich glaube tatsächlich im Deutschen auch die Sprecher übernommen. Was ich auch sehr begrüße. Einfach damit, wenn man jetzt zum Beispiel ein Fan von so einer Serie ist, finde ich, das ist ein Riesenzugeständnis an die Fans ein. Ja. Ja, Mark dass man Hamill bei dem bleibt, was die Leute kennen. Ja, Mark Hamill als Joker ist genial. Ja, und das ist auch ikonisch. Also, auf jeden Fall. Also, ich hab dann auch mal mir angeschaut, wie quasi dann so eine Aufnahmesession bei ihm. Ich finde diesen Typ einfach genial. Also, du siehst wirklich, wie er vom Mikrofon zum Joker wird. Das der hat ja auch, glaube ich, in The Flash hat er so einen Joker-Charakter gespielt. Das war auch genial zu sehen. Die Flash-Fernsehserie, die auf CW läuft. Ich glaube, hier Pro7. Ja, kann sein. Da hat er eine Gastrolle als Bösewicht. Ich glaube, er hieß sogar The Jokester oder The Prankster oder sowas. Ja. Das kann gut sein, aber ich... Kann auch sein, dass das Gotham war. Aber keine Ahnung. Ja. Sonst weiß nicht, Aladdin gab es ja auch noch als Spiel, aber ob das dann auf dem Cartoon basierend ist, weiß ich nicht. Das Aladdin basierte auf dem Film. Ah, okay. Aber ja, gut. Gab ja auch später, wie bei Disney üblich, Fernsehserien dazu. Ja. Ja, dann hast du die Super Nintendo-Variante von Capcom gespielt. Genau, ja. Da waren wir ja auf dem Sega Mega Drive besser verwöhnt. Wir hatten ja das mit den Originalzeichnern. Ja, das stimmt. Und Disney. Aber war aber trotzdem ein gutes Spiel. Da habe ich auch viel Zeit reingesteckt auf Super Nintendo. Ja, ich muss auch ehrlich sein, dass wenn man das Gameplay nimmt, das Super Nintendo-Spiel ist besser. Mhm. Grafisch ist das Mega Drive-Spiel besser, aber vom Gameplay. Ja, gehen wir zurück zur Arkham-Reihe. Also, wir haben da eben halt den Brückenpunkt mit den Synchronsprechern. Und. Ja, hat das sonst noch jemand gespielt? Also, ich habe die Arkham-Spiele auch gerne gespielt, aber ich mag auch Batman insgesamt. Ja, ich bin kein Batman-Fan, aber das erste Teil habe ich mal eine Stunde gezockt und dann wurde ich nicht warm mit und dann habe ich sie leider nie wieder angerührt, obwohl ich sogar 3 Titel habe oder so. Also ich habe sie auf jeden Fall alle bis auf Arkham Knight durchgezockt und dann auch wirklich sehr viel Spaß dran gehabt. Arkham Knight zieht sich ziemlich gegen Ende. Ja. Fand ich. Und eben halt so dieser Punkt, wie hieß er? Red Hood ist der Originalcharakter aus den Comics. Ich weiß es gerade nicht. Ich auch nicht, aber jedenfalls immer so, nein, das ist ein komplett neuer Charakter. Und ich... Er hieß auch irgendwas mit Knight, kann das... Nee. Arkham Knight, genau. The Arkham Knight war das. Ja, okay. Ja, ja, er hat sehr viele rote Akzente in der Maske. Der ist für mich ist das Red Riding Hood. Ah. Ja, Robin Nummer 2, Tim Drake? So tief bin ich leider nicht drin. Ja. Ich weiß nicht... Tim Drake ist, glaube ich, der Zweite, der vom Joker ermordet wurde. Und das ist ja in den Comics, kommt er ja als Red Hood zurück und rächt sich an Batman. Das ist ja eigentlich die gleiche Story von Arkham Knight. Das hat mich so ein bisschen geärgert, dass sie da so angefangen haben. Nein, das ist ein komplett neuer Charakter. Das hat nichts mit den Comics zu tun. Am Ende
Ja, es ist Robin. Das fand ich genauso affig bei Star Trek Into Darkness, wo sie auch drauf bestanden haben, dass Benedict Cumberbatch nicht Khan ist. Das ist ein komplett neuer Charakter. Dann guckt man den Film an und es ist Khan. Ja. Das ist immer so, wenn... Ich weiß nicht, also für mich ist es halt, wenn man jetzt schon so bekannte Charaktere hat und man dann was, ich sag jetzt mal, neu auflegt, dann kann man doch auch einfach sagen, hey, ja, der ist halt, aber der spielt jetzt den oder der ist für den Story-Aspekt da. Wir haben's doch bei so, den so diese Geheimnistuerei zu Sachen, die halt kein Geheimnis sind, finde ich auch ein bisschen... Vor allem bei den anderen Charakteren haben sie doch damit gespielt, ja? Wenn man in, ich weiß nicht, in welchem Teil das ist, wo man in die Kanalisation muss. Da weiß man doch ganz genau, dass man Killer Croc über den Weg läuft und das Spiel spielt damit. Das ist ihm denn ja in dieser Sequenz, wo man durch die Kanalisation geht, immer wieder anteasert. Durch Geräusche, dass sich irgendwas im Wasser bewegt. Ja, oder Ra's al Ghul wird lange vorher angekündigt. Ich verstehe es nicht, warum man denn um Arkham Knight so ein Gewese gemacht hat. Ja, ich meine, Clayface war auch ganz gut angekündigt eigentlich an der einen Stelle. Ich weiß auch nicht mehr genau, welcher Teil das war. Ich glaube, es war Arkham City. Ja, komisch, so gerne ich die gespielt habe, so ein bisschen verschwimmen sie alle miteinander. Obwohl dann mehrere Jahre zwischenlagen. Geht mir aber genauso. Aber nicht, weil sie jetzt irgendwie eintönig gewesen wären oder so, sondern einfach, weil, keine Ahnung, für mich passen die einfach wie Arsch auf Eimer einfach zusammen. Ja, also, selbst das Arkham Origins oder ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das hieß. Ich glaube Arkham Origins. Arkham Origins war der dritte Teil der Trilogie. Also es ging ja Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins und dann Arkham Knight. Arkham Knight auch schon ein paar Probleme gehabt. Schon mal allein dadurch, dass es auf dem PC ein Grafik-Downgrade gab, im Gegensatz zur Konsolenversion. Ganz ehrlich, auf Konsole lief es auch nicht besser. Ja, ich habe es auch für PS4 gespielt, da hatte es auch manchmal mächtig Slowdowns. Aber es sah auf dem PC halt einfach beschissen aus am Anfang. Also ja, die Grafik war einfach schlechter als auf der Konsole. Das stimmt. Und das war halt so ein bisschen was, wo sich dann auch zumindest die PC-Community stark drüber aufgeregt hat. Aber gut. Ich sag mal, Grafik ist für mich eher nebensächlich, solange das Spiel rund läuft. Ja, aber es lief ja auf allen Plattformen nicht richtig. Ich hab's relativ spät gespielt, irgendwann letztes Jahr. Deswegen. Ja, okay. Ja, gut, da hat man dann schon ein bisschen. Ganz gut. Ja. Ja. Nee, ich weiß, mit dem Batmobil, das ist dann immer so ein bisschen hakelig geworden, wenn man wirklich schnell durch die Gegend gefahren ist. Kann sein, aber ich meine, als ich es gezockt habe, lief's ganz rund, tatsächlich. Aber ich finde auch, das Kämpfen hat sich auch sehr gut angefühlt. Ja, das war ja mehr oder weniger neu, würde ich behaupten, beim ersten noch. Ja, sie haben eben halt in dieses Kombo-System so einen Rhythmus reingebracht. Das war eben halt das Neue. Was sehr viel natürlicher ist, finde ich. Ja, ich finde halt, es erinnert so im Kern, sag ich mal, an das, was halt bei Assassin's Creed ist. So dieses Abwarten, Zuhauen, Parieren, Zuhauen, Abwarten, Parieren. Nur halt, es fühlt sich organischer an, lebendiger. Es fühlt sich belohnender an. Einfach die Schläge, die man auch trifft, schon allein durch das Geräusch dabei. Du hast förmlich das Gefühl, du spürst beim Druck des Knopfes, spürst du, wie der Kiefer deines Gegners bricht. Das fand ich wirklich gut gemacht, auch halt mit dem Sounddesign. Wirklich eine runde Sache. Ja, und es kommt dann auch so ein Fluss auf,
Man muss eigentlich praktisch gar nicht überlegen, welche Taste man als nächstes drücken muss, obwohl ja eigentlich die Steuerung ziemlich überfrachtet ist. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also für mich definitiv eigentlich eine gelungene Serienadaption. Oder Spieleadaption von Serien, wie auch immer. Ich glaube, so wäre es richtiger. Ja. War denn ja durchaus so erfolgreich, dass mit Spider-Man durchaus ein Titel rausgekommen ist, der da sehr viel mit rausgenommen hat. Auch wenn das Kampfsystem eigentlich anders ist, weil das ja sehr darauf basiert, dass man immer in Schwung ist bei Spider-Man. Das habe ich leider noch nicht gespielt, aber steht auch auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Das ist dem Arkham-Spiel sehr ähnlich. Arkham Knight sehr ähnlich. Also das, oh, okay. Es gibt wieder solche Stationen mit Söldnertruppen, die auch wieder nachgefüllt werden nach einer Zeit. Achso, so hast du das gemeint. Jetzt nicht in der Art, dass es sich dann gegen Ende hin auch wieder zieht. Oder? Gegen Ende zieht es sich auch wieder ein bisschen. Ah ja, gut. Ja, aber muss man mal schauen. Ja, also das Spider-Man-Spiel war auch sehr gut. Man muss dann nur eben halt rangehen an das Kampfsystem, dass das nicht mehr so wie Batman ist. So im Fluss, dass man in Kampf reingeht, sondern dass man immer irgendwie in Bewegung bleiben muss und immer wieder raus aus dem Pulk und eben halt mit voller Kraft wieder rein. Weil Spider-Man kämpft eben halt mit Momentum, weil er ist ja nur ein Teenager. Er ist kein durchtrainierter Steroidbomber wie Bruce Wayne. Ja, klar. Aber ist ja auch an sich nichts Schlimmes, wenn ein Spiel anders ist als ein anderes. Aber nee, würdest du empfehlen? Ja. Das Spider-Man-Spiel würde ich auf jeden Fall empfehlen. Okay. Ja, hat denn sonst noch irgendwer Spiel auf der Liste? Ja, als ich vorhin im Hintergrund gesehen habe, wo ich mit viel Zeit mit verbracht hatte, war Goofy and Max. Ja, Goof Troop, ja. Ja, es war ein hammergeiles Koop-Spiel. Jetzt, wo ich es wieder sehe, schoss es mir in Erinnerung, da habe ich auch ewig mitgebracht mit meinem Cousin. Viel Zeit mit verbracht. Von Shinji Mikami, den Erfinder der Resident Evil-Spiele. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Ja. Denkt man auch nicht, wenn man Goof Troop spielt. Auch ein krasser Kontrast. Ja. Ja, Disney-Spiele waren eigentlich meistens richtig gut. Ja. Also DuckTales, Darkwing Duck, Goof Troop, Chip and Chap, Ritter des Rechts 1 und 2. Ja. Gab es eigentlich zu Captain Baloo gab es nichts, oder? Doch. Ja. Das ist Shoot'em Up ist das auf dem NES gewesen. Und auf dem Mega Drive war das ein sehr schlechtes Jump'n'Run mit richtig schlechter Grafik. Okay. Ja. Was mir jetzt gerade noch einfällt, Asterix und Obelix. Oh ja. Stimmt. Da hatte ich bei meinen Großeltern noch auf dem Gameboy, glaube ich, was gespielt. Da bin ich mir aber nicht mit zu 100% sicher, aber ja, definitiv. Auf jeden Fall. Gameboy und Super Nintendo gab es auf jeden Fall Teile. Habe ich auch beide gezockt. Ja? Mhm, ja. Okay, dann wahrscheinlich tatsächlich. Das war ich nie so ein großer Fan von, weil die Spiele ja oft in Europa entwickelt wurden und das Game Design in Europa war damals sehr anders. Was im Vergleich zu US oder japanischen Spielen. Das hat mich immer so ein bisschen gestört. Das hat sich immer wie, auch selbst auf Konsole hat sich das wie Amiga-Spiele gespielt und ich weiß nicht, das war nicht so ganz mein Geschmack, was Jump'n'Run angeht. Also diese ganze Steuerung, wie sich Amiga-Spiele gespielt haben, falls jemand das nachvollziehen kann. Leider nein. Und die Asterix-Spiele, die waren auch immer so ein bisschen in die Richtung von der Steuerung her. Ich fand die nie so richtig direkt wie so ein Spiel aus Japan oder aus den USA. König der Löwen?
sehe ich auch gerade. Wäre Film. Stimmt. Das wird. War das Westwood Studios, glaube ich? Also die Common Conquer Macher waren das, glaube ich. Stimmt, das ist ein Film. Auch ein brutal schweres Spiel war das. Ja. The Lion King, König der Löwen. Auch ein interessanter Kontrast. So. Und du sagst auch die Macher von Command & Conquer. Das war Westwood. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. SpongeBob ist auch im Hintergrund, aber das habe ich nie gespielt. Ja gut, da war ich schon ein bisschen zu alt so für SpongeBob. Ich war dann ja eher so die Cartoon-Schiene, Tiny Toons, Animaniacs. Ja. Da habe ich auch die Spiele zu alle gespielt. Mhm. Pinky in the Brain. Da gab es kein Spiel zu, glaube ich. Pinky in the Brain. Glaube nicht. Ja. Aber nie so SpongeBob. Doch, ich glaube, jetzt wo ich es gerade gesehen habe, kann es gut sein, dass ich das mal irgendwo auf dem Schulflohmarkt oder so gekauft habe. Obwohl das eine SpongeBob-Spiel, das ja jetzt geremastert wurde, soll ziemlich gut sein. Ja. Müsste man sich mal angucken. Ja, und ich finde den Humor von SpongeBob klasse, obwohl ich es nicht gucken darf, wenn meine Frau in der Nähe ist, aber... Es wird einfach schön dämlich. Manchmal braucht man sowas auch einfach. Ja, auf gut, jeden am Fall. Anfang fand ich das auch gut. Da hat mich das sehr an diese alten Nickelodeon-Serien erinnert, wie Roccos modernes Leben, Monster und sowas. Ja. Aber damit hat es ja mittlerweile auch nicht mehr viel zu tun, leider. Ja. Ist natürlich auch für eine ganz andere Generation. Das stimmt. Muss man ja auch sagen. Hat aber, glaube ich, auch großteils damit zu tun, dass halt der Schöpfer nicht mehr dabei war. Ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Ja gut, wie lange geht SpongeBob jetzt schon? Auch schon, fast 15 Jahre, glaube ich. Ja, also kam letztes Jahr ja nochmal so ein Film raus, wie Camp Bikini Bottom oder so. Was eigentlich nur ein Riesentrailer wohl für eine Spin-Off-Serie ist. Und das ist halt sowas, wo der Schöpfer eigentlich gesagt hat, ey... Das will ich auf keinen Fall mit meinem Baby passieren sehen. Ah, der wird sich wahrscheinlich im Grab umdrehen, wenn sich das anschaut. Naja, ist ja immer so, Matt Groening geht's ja mit den Simpsons auch nicht anders, wenn ich da mal so abseitig mal drüber reden darf. Ich hab mal auf der DVD den Kommentartrack mir angehört, zu einer Staffel, wo Matt Groening nicht mehr dabei war. Und da kam dann die Szene, wo Knecht Ruprecht und Snowball, also der Hund und die Katze, zu den Kindern hingeht und wir lieben dich. Und Matt Groening ist sauer geworden. Der hat alle im Raum zusammengeschissen, wie das sein kann, dass die Tiere reden. Weil für ihn ist ja Simpsons kein Cartoon, das ist für ihn eine gezeichnete Sitcom. Ja. Mit realem Hintergrund und plötzlich fangen da an, die Tiere zu reden. Der hat die wirklich alle zur Sau gemacht im Raum. Ja, so vielleicht geht's dem Schöpfer von SpongeBob genauso, wenn er das heute sieht. Ja, das ist nicht mehr, soweit ich weiß, ist der halt verstorben, deswegen. Aber... Finde ich persönlich auch als SpongeBob war halt ein großer Teil meiner Kindheit. Wenn ich mir dann schon so die neueren Staffeln mal angeschaut habe, ist es schon sehr anders. Aber ja. Gut. Ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, wäre halt wieder zu Anime zurück, glaube ich. Okay. Ich weiß nicht genau, wie der Anime heißt. Teufelskicker oder so? Teufelskicker? Die Kickers? Captain Tsubasa? Weiß ich nicht genau. Die Elf Auf jeden Champions. Fall, da habe ich auch relativ viel mit einem Kumpel. Ich weiß aber auch nicht mehr, auf welcher hatten wir irgendein Spiel zu. Das war auch eigentlich ganz cool, so zu zweit gegeneinander einfach so abgefahren Fußball battlen.
War ganz cool. Aber ich kann ums Verrecken nicht mehr genau sagen, was es war. Ich kenne mich bei Anime zu wenig aus. Ich auch Superkickers. Da hatte ich auch mal ein Fußballspiel gesehen. Also Captain Tsubasa. Ja, würde ich meinen. Ja, da kam ja auch letztens ein Spiel raus. Das will ich auch mal spielen. Sofern das nicht zu sehr wie FIFA oder PES ist. Ja. Ja, das ist nicht meins. Ja, natürlich als Kind natürlich Kickers geguckt und Captain Tsubasa, Elf Champions. Mhm. Ja. War ein cooles Serien. Ja. Können wir ja auch mal drüber reden. Kann man mal machen. Mal einen Anime-Podcast machen. Ja. Da bin ich ja leider raus. Machen wir Filmabend vorher. Ja. Oh, ja, so Anime gab es bei uns nie. Das hat mein Vater immer als Titten-Heidi abgestempelt und das war's. nee, bei uns gab es dann halt mal SpongeBob oder so. Aber Anime, da hat sich mein Vater immer gegen gesträubt. Ach, bisschen Golden Boy geht immer. Sagt mir nix. So, der Vater hat Legend of the Uberfiend im Regal stehen. Alle Teile. Okay. Das ist ein Hentai. Ah. War sehr bekannt in den 90ern. Wie, das gab's schon in den 90ern? Ja, es gab's sogar schon vorher. Oh je. Sah dementsprechend aus. Ja, dann würde ich mal sagen, dann war es das für diesen Monat. Mhm. Gibt es noch irgendwelche Ankündigungen, Red? Wenn du schon fragst, ich wüsste jetzt gerade keins, oder ich hab's vergessen. So, okay. Dann würde ich mal sagen, macht's gut alle, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis nächsten Monat, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Oh, ciao. Yeah.